Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück bei FreakPig. Bitte bleiben Sie auf Ihren Plätzen. Sie können sich gerne anschnallen, weil jetzt geht's wieder los mit Never Forget. Ja, meine Lieben, im letzten Teil haben wir ein Templerversteck ausgeraubt. Und, also das zweite Enge vom Templerversteck geraubt. Und unser Familiengrab gefunden. Und da haben wir quasi auch so ein bisschen Money gemacht. Jetzt machen wir weiter. Wir haben einen Auftrag erhalten. Davor haben wir noch gelernt, wie man Leute entwaffnet. Was wir davor ja auch schon rausgefunden haben, wie das geht. Aber gut. Wir gehen bei der Hauptmission weiter. Übrigens mal hier so ein bisschen Props an unseren Onkel Knorke raus. Ne? Unser hier Starfield geht ja weiter. Richtig cool. Das müsst ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Deswegen ist auch letzte Woche die Folge ausgefallen. Aber ja, gönnt euch. Auf jeden Fall. So, weiter geht's. Jetzt ruft doch mal. Wo gehen wir eigentlich jetzt hin? Das werden wir gleich sehen. Hotta hü. Ja. Jetzt wird hier schön übersprungen. So. Ab in die Toskana. Geil, ey, geil. Ja, wieder mal Assassin's Creed 2. Wir machen den Blödsinn auch weiter, bis es vorbei ist. Kann ja auch nicht oft genug sagen, wie geil dieses Game ist. Wisst ihr ja. Habe ich jetzt schon 50 Mal erzählt. Aber ja. Wir schon mal? Das kann sein. Kann sein. Ich. So, gut. Wir machen weiter mit der Hauptmission. Aber holen uns erstmal ausnahmsweise mal mit Aussichtspunkt. Weiß mal, ab und an ein bisschen schöner mit dem ersten Leben. Wir gehen hier die zwei Ausrufezeichen lang und dann gehen wir natürlich in die Krypten. Brauchen wir. Aber das ist in der Folge geschaffen. Weiß ich nicht, werden wir sehen. Aber definitiv, spätestens bis zur nächsten Folge müssten wir hier ziemlich weit sein. Sind ja drei Ausrufezeichen, wenn ich die drei richtig sehe. Oder was sind da noch? Doch, ja. Wir wollen ja hier auch angreifen, ne? Das habe ich ein bisschen vergessen, aber ja. Machen wir. Wir gehen hier auf Kollision. Schier auf die Phrase. Oh, ich weiß, was uns hier erwartet. Seid gespannt, was der Triebe plant. Und der Ezio. Mal da hochkraxeln. Ich bin ein bisschen ungewöhnlich. Ich spiele gerade nebenbei Valhalla nochmal. Da ist das mit dem Klettern ein bisschen anders. Und hier muss ich ja wieder auf die ganzen Lücken achten. Genau die Scheiße. Okay, jetzt kann ich. Okay. Dann erst Krieg hier, ja? So war das, genau. Ich habe ein bisschen Bock drauf auf Entwaffnen. Nicht Geld schmeißen. Entwaffnen. Nee, nicht Geld schmeißen. Entwaffnen. Also. Ja, denn. Jetzt. Ha! Mein Hammer. In die Plätze, Junge. Maul. So. Was mit dir? Auf Beef. Bam. Und tschüss. So. Sind ja sowieso hier voll im feines Gebiet. Dementsprechend geschissen können wir mal ein bisschen looten. Mache ich sonst ja auch nicht. Oh, ich glaube gar nicht, mit wie viel Stunden ich verbracht habe, beim ersten Mal zocken, jede einzelne Leiche zu looten. Nicht Unrecht, ich gebe dir gleich Unrecht. So. Ja, zack. Und auf nach oben. Top. So. Sie könnt ja mal, wenn ihr Bock habt, kommentieren, ob ihr ein Video haben wollt, wo sich die ganzen Federn befinden. Jetzt wird er nicht hoch. Also wenn ja, mache ich das gerne, gar kein Problem. Wenn nicht, ist auch okay. Wenn nicht, dann kann ich euch gerne sagen, was ihr dafür am Ende kriegt. Und ja. Aber gut. Das könnt ihr entscheiden. Wenn ihr Bock habt zu kommentieren. Wenn nicht, dann halt nicht so. Ne? Dann genießt die Show. Aber ja. Nur mal so. Wer Bock hat, schreibt rein. So, das hätten wir. Dann müsste
hier irgendwo auch gleich um die Ecke der Auftrag sein. Also der erste Ansturm. Ah, hier ist er. Hallo. Ah, da seid ihr ja. Hört, wir haben Stefano da Bagnone gefunden. Folgt einfach dieser Straße und ihr kommt zu dem Kloster, wo er Obdach sucht. Wartet, bevor ihr aufbrecht, nehmt dies. Benutzt es, um eine Ablenkung zu kreieren. Mein Dank, Freund. Okay, die Abtei infiltrieren und Stefano. Agno, Begno. Ah ja, egal. So, wir... Wieder runter? Oh, Rauchbomben, das wird jetzt spannend. Was ich eigentlich gar nicht benutze. Ich probiere es hier aber mal öfters, um ein bisschen einfließen zu lassen, die Sachen, die hier so mit drin sind. Warte mal, wir können... Ja, ich mache hier auch gerade so links, rechts, vorne, hinten, irgendwo komme ich schon an. Ja, wir probieren es einfach. Wie gesagt, normalerweise mache ich es nicht. Weil ihr wisst ja auch, was für ein sneaky Typ ich bin. Also von daher, ist doch für mich Schwachsinn. Könnt ihr mich... Lasset uns beten, Bruder. Beten. Ja, wir können gerne beten, kein Problem. Den Schutz des Herrn. Wenn ihr denkt, dass der Herr sich für unsere Angelegenheiten interessiert, dann werdet ihr euch freuen. Aber bitte, wenn ihr wollt, täuscht euch doch weiter selbst. Denn es hilft, die Zeit zu vertreiben. Gotteslästerung. Nein, nur die Wahrheit. Aber die halten sich auch gar nicht. Anzuzweifeln also die, ist die einzige ne, rationale man sieht Reaktion, sofort die einzigen Hampelmänner mit Schwertern, ne, gehört auch sowas von dazu. Und glaubt mir, wenn eure Bibel irgendetwas wert ist, dann hat der völlig den Verstand verloren. Wie könnt ihr so reden? Ihr tragt das Priestergewand. Nur weil es mir die Gelegenheit gab, in die Nähe der Medici zu gelangen. Aber ihr habt recht. Ich sollte mich ihr habt nicht gesehen, dass ich hier in den Bus gegangen bin. Dieser unheilige Dämon. Oh, 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 das wollte ich jetzt tatsächlich nicht. Der Teufel hätte ihn übernatürlich. Oh, meine Güte. Ich hab immer wieder zu viel. Was ist denn der Arsch jetzt eigentlich? Und was machst du denn? Wir wissen, wo der ist. Ich will jetzt nicht provozieren. Braucht ihr die Erlaubnis eures Herrn? Das sind aber viele. Und hier flüchtet gerade sich. Alles klar. Nee, nicht so schlimm. Wir machen den Scheiß nochmal. War jetzt auch wirklich ein bisschen sehr dumm. Also überall vor allen reinzuspringen ist Schwachsinn. Oh nein, auch das lassen wir drin. Schneid hier nicht weg von auch erbärmlichen Spiel meinerseits. Nein, nein, nein. Gehört halt dazu. Also, ne? Learning by doing. Man kriegt doch. Eigentlich kriegt man den relativ schnell gelegt. Aber ne, ich würde es auch gerne mal sneaky schaffen. Weil normalerweise schaffe ich es auch, wenn ich mich da hart drauf konzentriere. Das dauert auch übelst seine Zeit, aber. Wofür denn beten? Den Schutz des Herrn. Ja, probieren wir's. Wenn ihr denkt, dass der Herr sich für unsere Angelegenheiten interessiert, dann werdet ihr euch zu dem Sitzplatz. Aber bitte, weil wenn Leute ihr wollt, dann vorbei. Täuscht euch doch weiter selbst. Denn es hilft, die Zeit zu vertreiben. Gotteslästerung. Also da läuft nur die Wahrheit. Aber die Existenz des Herrn anzuzweifeln, ist die einzige rationale Reaktion. Läuft er nämlich gleich auch. Mit der Aussage konfrontiert wird, dass er läuft auch gleich nämlich an diesem Sitzplatz vorbei. Das wäre ja optimal. Wert ist, dann hat der die laufen ja auch so random durch die Gegend, ne? Wie könnt ihr so reden? Ihr tragt das Priestergewand. Nur weil es mir die Gelegenheit gab, in die Nähe der Medici zu gelangen. Aber ihr habt recht. Ich sollte mich wohl umziehen. Nachdem der Assassine erledigt wurde. Na komm her. Dieser unheilige Dämon. Wenigstens hier stimmen wir überein. Das war falsch, aber auch cool. Gut, jetzt haben wir es. Siehst du, manchmal muss ich mal die Presse halten und mich konzentrieren und dann geht das auch. Jetzt werde ich. Ich werde hier nicht undercover entkommen, aber gut. Wo ist Jacopo? Ich habe wohl nichts mehr zu befürchten. Sie treffen sich im Schatten der römischen Götter. Alle Angst seid ihr genommen. Requiescat in pace. Requiescat in pace.
Hab ich schon gesagt, so undercover entkommen wird schwierig. Oh, hätte doch funktioniert. Na gut. Egal. Wir versuchen jetzt einfach mal wegzurennen. Auch nicht so meine Art, aber. Wollen wir hier mal ein bisschen weiterkommen. Anonym werden. Ja, machen wir doch gerade. Komm runter. Die laufen ganz übernass. Zack. Hammer! So, da geht's noch weiter. Machen wir direkt. Irgendwo könnte ich mein Pferd rufen. Habe ich hier eigentlich gar nichts ausgewählt? Konnte ich nochmal mein Pferd oben? Das habe ich vergessen. Ja, dann nimm mal halt. Nimm halt bitte. Oh, okay. Zack. Hier auf den, in den kleinen Bisschen gibt es auch hier ab und an, also das ist ja eine Riesenfläche, die auch ab und an so kleine Kisten und ich bin mir nicht sicher, auch glaube ich, so ein Rätsel wieder, was wir auch in der Folge hatten hier mit dem Edenapfel. Ich weiß jetzt leider nicht aus dem Kopf, wo. Da müsste ich jetzt ein bisschen suchen. Aber ungefähr, ja, weiß ich's. Aber wie gesagt, immer hier so auf den Feldern, in den kleinen Häuschen, sind halt immer so ein bisschen, wenn er Money braucht in dem Game, lohnt sich hier jede Ecke durchzusuchen. Genau. Aber ihr kriegt auch relativ schnell so die Knete. Jetzt auch noch mal machen können. Also ja, wir gehen jetzt erstmal weiter. Oh, hier, ja. Hier drüben, Ezio. Moin. Oh, das ist auch gleich ein Arzt. Wir haben Erzbischof Salviati aufgespürt. Er hat sich in dieser Villa verbarrikadiert. Nehmt einige meiner Leute. Nutzt sie, um das Feld zu räumen. Dann findet einen Weg über die Mauer, damit ihr das Tor öffnen könnt. Ah. Meine eigene Armee befehligen. Das ist mal eine Abwechslung vom heimlichen Erdolchen. Das mag ich. Na, heimliches Erdolchen, da hatten wir bisher doch super viel Erfolg mit. Gut. So, da sind sie. Kommt, kommt, seid nicht schüchtern. Die, also die sind aber wirklich scheiße. Die, also die KI, weiß ich nicht. Ich sehe euch. Weiß auch nicht mehr, wie das ging. Hier lang. Ich möchte mit euch in der Mauer. Genau, macht mal die fertig da, dann kümmert ihr euch darum. Die gehen jetzt ein bisschen drauf auf. Schleichen hier mal ein bisschen rum. Das war eigentlich jetzt auch anders geplant, aber egal. So, ja, wo ist er denn? Huhu! Hier testen, Testeweste. Und tschüss. Kann ich hier sehen? Können wir mal ein bisschen Schwert schwingen? So. Hier sind auch zwei, drei Gegner drin, die sind ein bisschen knackiger. Da hilft mehr Ausweichen und alles andere. Aber gut, auch das schaffen wir. Alter, die ist gut gespritzt. Hast du das gesehen? Schritt, ich habe kein Timing dafür, ne? Das muss auch erstmal wieder reinkommen, ist jetzt wieder ein paar Tage her, wo ich gezockt habe. So, hier. Das kann ich gar nicht. Ja, das geht dann auch unauffällig. Aber das geht. Zack. Und zack. Das nehmen wir doch hier einfach mal. Ja, den kannst du mit, ne? Mal ein bisschen Knete nebenbei. Auch schön, wenn es gerade da steht. So, zack. Dann komme ich hier über die Mauer. Die Schnauze. Seid bereit, Männer! Der Assassine ist da! Ich muss irgendwie das Tor öffnen. Ja, das machen wir später. Irgendwie konnte ich nämlich hier locker flockig. Was ist hier drin? Ich habe euch gewarnt, Assassine! Die mit der goldenen Rüstung, die sind knackig. So, da ist er. Sieht ein bisschen aus wie ein Bettler. Tschüss. Tschüss. Jupp. Was? Junge.
ist Jacopo? Er weiß, dass ihr ihn sucht. Er kommt nur in der Dunkelheit, um die anderen zu treffen. Das ist die Antwort auf wann. Jetzt zum Wo. Der Glaube sollte Trost bringen. Nicht Schmerz. Requiescat in pace. Genau. Apache. So, jetzt, ja, Moment mal. Chill doch mal kurz. Ach, wir sind durchgekommen, okay. Weil ich wollte gerade das Tor aufmachen. Spritzer, das tut so heftig. Irgendwas ungefähr? So, die Dicken sind halt wirklich. Ah, die hat man ja schon bei dem Templer versteckt. Aber die sind wirklich ein bisschen knackig. Dann warten wir, bis er angreift. Also wenn er. wenn er Timing. Und dann, ja, die kriegen wir da aber auch hin. Genau so, zack. Oder, wie wir in der letzten Folge auch schon hatten. Oh, fuck. Auch für das Timing. Mann, was macht's da auch immer einen starken Schlag? Hey, kann ich mich nicht mehr entwaffnen? Doch, geht. Ach so, ich habe entwaffnen gar nicht. Die Hand gar nicht. Denke ich auch nicht. Jetzt. Zack. Blöder Sack. Weg mit. Den Arm geschlagen. Komm. Will, dass du zuschlagen. Ah, und tschüss. Nee. Langschwert ist auch schon cool, aber die Axt kommt eigentlich cooler. Ihr gebt mir. Könnt ihr mal. Leute. Was macht ihr denn? Baseball. Ja, das ist passiert, wenn man sich mit Ezio anlegt. So, auf zum. Ihr seht, es geht relativ schnell, hier die Templer zu legen. Ja gut, wir müssen jetzt hier mal ein bisschen rennen. Komm, die rempeln wir mal um, weil wir es können. Kann ich nicht sogar. Irgendwie ging es, dass man das aufhebt. Waffe stehlen. Ha! Das geht noch. Es gibt auch in der Stadt hier welche, die fegen und sowas. Könnt ihr auch einfach aufheben und die einhaken. Das ist super. Einfach den Rechen geklaut. Komm, ich teste mal jetzt hier mal kurz. Ich muss den Rechen testen. Den hatte ich tatsächlich noch nicht. Ja, treffen wäre gut. Bam! No. Den Rechen finde ich super. Ey, sieh den an. Das kommt mega. Sollte das einfach random die Sachen aufheben. So, gut, all klar. Rechen läuft. Hier ist, glaube ich, irgendwo noch ein Pferd, wenn ich mich nicht irre. Hier ist überall so ein Pferd. Ich will euch nichts Böses. Eigentlich genau das. Geht eigentlich dann auch ein bisschen schneller. Okay, hier scheinbar nicht, ne? An fast jeder beschissenen Hütte ist ein Pferd, aber hier? Nein. Lassen wir mal Ezio rennen. Naja, sind ja auch nur 160 Schritte noch. Nicht hoch. Gott sei Dank, nachher kriegen wir eine Fähigkeit, die wir lernen, die ist wirklich Gold wert zum Klettern. Oder Fähigkeiten noch. Nee. Hallo Kiste, nehmen wir mit. Ja, money. So. Okay. Das sieht alles nicht so aus, als kann ich hier hoch. Ich will eigentlich noch nicht nach da hinten. Das wäre mir ein bisschen zu früh. Ist hier nicht irgendwo eine Tür? Wird rein hier? Ihr wollt mich doch verarschen. Hat ihr den Verstand verloren? Ja. Frieden, mein Freund. Was ist in euch gefahren? Nee, zeig die Level, die mich gewarnt hat. Oh, die große Ding. Weil es geht halt auch nirgendwo von hier, ne? So ein Fett, der ist voll. Gar nicht zu verbergen. Ich bin niemand. Ich bretter jetzt hier einfach durch, unbewaffnet. Nur um mir die Waffen zu klauen. Voll gut. Zack.
Mann, ja, gleichzeitig. Ja, jetzt rennt er, ne? Komm auf, den jetzt anzuvisieren. Was? Nein, nicht angucken. Nein, nicht mehr angucken. Hallo? Lass das. So, endlich mal hier drin angekommen. Jetzt können wir auch eigentlich dafür sorgen, dass hier unser... Die Sänger. Unser... Na, unser Auffälligkeitslevel runtergeht. Könnte man. Oder wir warten auf den Heini. Das ist natürlich optimal. Komische Erscheinung. Ist das für... Da! Nein, bitte! Ich bin schon gut! Du gewinnst! Was? Komm zurück hier! Ja! Ja. Ich muss ihn ja töten! Vergessen. Mal jemand mir nicht auf den Sack. Dieses Mal entkommst du. Ich verliere. Ich sehe ihn dort. Ich will ihn jetzt haben! Tim hat er Magnete. Dazu, fass ihn dort! Sag mal gut hier mit deinem komischen Hin- und Her-Juchtel, Alter. Ups, ja. Chill mal, mein Freund. So. 75% Bekanntheitsgrad weniger. Das müsste eigentlich reichen. Sag ich doch. Jetzt werden wir hier irgendwann mal wieder unbekannt. Im besten Fall. Um unsere nächste Mission zu starten. Die da unten ist. So, auf der anderen Seite. Ja, brauchst du, glaube ich, nicht rüber. Dann geht auch hier. Ja, perfekt. Hallo. Salve, Zio. Antonio Maffei hat sich auf dem höchsten Bau der Stadt verkrochen. Und schießt mit Bibelworten und Pfeilen. Der Mann hat offensichtlich den Verstand verloren. Außerdem hat er Bogenschützen um sich herum postiert. Die solltet ihr erledigen, bevor ihr euch nähert. Vielen Dank für den Hinweis. Gut, dann werden wir Peter Maffei mal umbringen. Antonio Maffei, alles klar. So, ihr seht hier die ganzen Schnauze. Die haufenweise Türme und überall sind zumindest 2 bis 4 Wachen drauf. Er ist natürlich in der Mitte. Damals habe ich das einfach so gemacht, von Turm zu Turm, da alle gelegt so und dann einfach zu ihm. Ich bin jetzt hier mal auf direkten Wege. Wird natürlich auch nicht gelingen, ohne dass ich auffalle. Schnauze. Ist so viel jetzt schon an. Und der denn her? Der ist mir neu. Da, ihm nach! Na komm hoch. Komm her jetzt. Reicht jetzt auch, ne? Ja, ja, so, ja, komm. Ins Maul. Ich muss doch erst auf den einen Turm, glaube ich, um rüber zu kommen. Auf den, ne? Alter! Ja, so schnell kommst du wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Du bist eine Marionette. Was ab? Bin gleich bei dir. Kann sich nur um Stunden handeln. Ey, diese paar Meter, weißt du, springt hier Kilometer weit nach links, rechts, vorne, hinten, aber nach oben? Nee. Das machen wir nicht. Das ist mir zu riskant. Also nicht falsch verstehen, ich finde das Prinzip immer noch am geilsten, dass der sich halt Lücken sucht, wo der überhaupt hoch kann. Was danach kam, hat natürlich dann auch nicht mehr viel mit so diesen guten Kletterpassagen zu tun, dass du überall raufklettern kannst, dass dann hier ab, ich weiß gar nicht, wann es anfing, ab Odyssey oder schon früher Black Flag? Keine Ahnung. Ey! Oh! Leck mich doch am Arsch. Das fand ich dann auch so ein bisschen, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt auch schon wieder zu einfach. Also mir kann man sowieso nicht recht machen, wie man es merkt. Aber, wenn man mal schnell irgendwo hoch will, ist das natürlich ein bisschen ätzend. Gib dir gleich die Ehre. Seine Werke sind vollkommen. Denn alles, was er tut, das ist recht.
und kein Böses an ihm. Gerecht und wahrhaftig ist er. Als ob. Ey, wirklich, keine drei Sekunden Zeit hier. Sie sind Schandflecken und nicht seine Kinder. So, jetzt du so aber. Dem Herrn, deinem Gott, du tolles und törichtes Volk. Jetzt können die Links mir natürlich ist ganz schön auf den Sack gehen. Ein bisschen schnell sein. Alter, der ist ja richtig stressig. Aber diese Predigten, das ist schon ganz gut anstrengend. Nichts hier gegen Religion oder sowas, Leute, macht euer Ding. Aber so wäre ja übel. Mahlzeit. Oh, shit, das war knapp. Oh, ab, Mann. So. Hi. Oh, der nächste. Hinfort, Dämon. Zeig dem Tod ein wenig Respekt, mein Freund. Dir zeige ich Respekt. Nein. Das werde ich tun. Lass deinen Körper und deine Seele nun endlich ruhen. Requiescat in pace. Genau, ey. Die anderen gar nicht gelootet, ne? Was hat er eigentlich in der Tasche? Was? Das enttäuscht mich jetzt aber heftig. Na gut. Ist halt so. Mann, ey, da liegst du hier Bosse quasi, ne? Oder welche, die was zu sagen haben. Und dann die drei Florinen heißt das, glaube ich. Dings in der Tasche, ey. Ich krieg ja ein zu viel. So, wo ist denn hier der Eingang? Hier. So, wir gehen jetzt hier noch rein. Klub, klub. Rinn in die Linse. Genau, undercover in den Gulli. Wuhu! So, eine andere Frequenz. Boing. Na, Ratten. Ich habe ja so eine gewisse, ich komme gar nicht auf das Wort, Thalassophobie, diese Angst vor so Tiefen im Wasser oder was, weil man nicht weiß, was so im Wasser ist, ne, das macht mir mal sehr viel, also es bereitet mir sehr viel Unbehagen, ne, auch wenn ich weiß, hier kannst du überall reinspringen, wenn das Session Screen, dann passiert nichts, so, aber, es ist unglaublich unangenehm für mich. Mal so hier meine Offenbarung. Heißt es denn so, Thalassophobie? Nicht, dass ich das jetzt verwechsel mit irgendwas anderem. Bin ich überhaupt so? Ich hätte gar nicht ins Wasser gemusst, ich Trottel. Ich google es noch für euch, für die nächste Folge. Es gibt bestimmt Leute, die wissen das jetzt, aber ja. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Naja, gut. So geht's auch. So, wir öffnen jetzt hier noch hier, das Tor. Sesambrötchen. Zack, zick. Yippie. Tolle Wurst. So, und damit verabschiede ich mich erstmal für heute und hoffe, ihr schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Es bleibt spannend, was uns hier erwartet. Wir sehen schon mal auf der Karte Gegner. Ich bin gespannt, welche Krypta das ist. Leute, denkt dran, ein Abo dazulassen. Gönnt euch unseren Kanal, wir haben wirklich viel geilen Scheiß und da dürft ihr hier nichts verpassen. Liked die Scheiße, wenn ihr Bock habt, kommentiert, wenn ihr Bock habt, macht, wie ihr Bock habt, aber macht's einfach. Dann bis zum nächsten Mal. Rinnihauen!